Moin. Jo, ich habe heute noch mal ein paar Kaiser-Modelle für euch. Allerdings nicht bloß bloße normale Vorstellung des Kaiser-Modells beziehungsweise der beiden Modelle, sondern das ist so eine zusätzliche Info, die bezieht sich halt auf den Shop vom Hans von Mess & So. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das geht nämlich darum, ich bin mir noch nicht sicher, inwieweit sich das rumgesprochen hat, dass der Hans in seinem Shop die Kaisermesser auch modifiziert, bearbeitet, absolut professionell. Gerade die Kaiser-Modelle kommen mitunter ja mit einer Farbgebung auf dem Titan, die auf dem asiatischen Markt vielleicht auf Gefallen trifft. Bei uns in Europa, in Deutschland, sind die weniger angesagt. Gibt ja immer diese nette Bezeichnung Einhornkotze dann auf den Griffschalen. Ich werde euch mal ein Bild zu diesem Modell hier noch einblenden, wie das Teil eigentlich aussieht, und zwar jetzt. Ja, da kam das vielleicht schon rüber. Und jetzt schaut euch diese schön gestrahlten Titan-Griffschalen mal an. Das ist ein gänzlich anderes Messer in meinen Augen jetzt. Wir haben das Modell KI44-21A1. Name Katastrophe. Messer sehr, sehr schön. Stonewash-Finish, noch das alte Kaiser-Logo. Klingenstahl, wie üblich der S35VN. Die alte Achsschraube noch, die man mit einem großen Imbus verstellen kann. Titan Backspacer, super, super sauber angepasst, blau anodisiert. Titan Gürtelclip, der sieht ein bisschen komisch aus. Hier relativ straight, hier lauter Lines und Kurven. Naja, sieht halt ein bisschen komisch aus, aber ansonsten das Griffmuster super schön, finde ich. Und jetzt in diesem Titangrau einfach nur nice. Dann hat man hier, ich bin mir nicht sicher, ob ich es eingefangen bekomme, beim Frame Lock, da sieht man zum Beispiel dann mal, dass der Frame Lock karbidisiert ist. Und das ist eine der Stärken von Kaiser einfach, dass die so gut wie nie einen Sticky Lock haben. Das Messer hier funzt einfach nur wunderbar. Man hat ja auch eine ziemlich perfekte Detent-Spannung. Das ist sowohl Flipper wie Downpin zu öffnen. Beides funktioniert ganz wunderbar. Der super mega starke Detent ist es nicht, aber es ist ein toll ausbalancierter Detent, der sowohl, wenn ich einfach nur den Flipper benutze, genug Power hat, um den noch aufzuwerfen. Also der eigentlich eine ziemlich perfekte Spannung aufweist. Und trotzdem nicht so stark, dass ich den nicht easy mit den Pins aufmachen könnte. Wirklich cool. Schöne Klinge, tolle Swatch, ganz lang gezogen. Super scharf das Teil, super sauberer Anschliff. Bekommt technisch einfach wieder die volle Punktzahl, Kaiser, was die hier wieder abliefern. Einfach nice. Ja, und wie gesagt, Hans bietet sowas halt an. Einfach mal anschreiben im Shop. Schaut euch die Kaiser-Modelle an, und wenn ihr da irgendwelche findet, wo ihr sagt, oh, geiles Messer, gefällt mir total vom Material, von der Linie. Nur halt die Farbgebung, das anodisierte Abwerk von Kaiser gefällt einem nicht, dann bekommt ihr das für einen geringen Aufpreis, und ich rede hier jetzt nicht von 60, 70 Euro, das ist günstiger. Strahlen die euch das, stellen die euch das ein, etc., bla bla, und dann bekommt man ein ziemlich cooles Modell. Das hier finde ich schon sehr, sehr schick. Wirklich, wirklich super sauber alles. Echt ein cooles Teil. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt, ich meine, wie gesagt, checkt mal den Link, da findet ihr es genau, aber ich glaube, das liegt unter 140 Euro. Und das ist halt für beidseitige Titanschalen, riesiger Titan Backspacer, Titan Clip, S35VN, super sauberes Modell. Also technisch gesehen,
ist das ein geiler Preis. Ich glaube 139 Euro. Nice, nice, nice. Und wo wir schon bei nice sind, im Sinne von Presentation, ja, wow. Erstmal hatte Miro damals völlig, völlig recht, das Kaiser-Logo ist der Hammer. Das kommt ja super edel daher in dieser Box hier, finde ich. Das ist nämlich noch ein Messer bezüglich der, der Modifizierung. Ja, dicker, fetter Karton, echt nice. Darin dann nochmal etwas, die Kaisertasche mit dem Camo, ein Tuch, Ersatzschrauben. Echt nicht schlecht. Und gerade dieses Modell hier, dieses Monster, das ist das KI 424, meine ich, ebenfalls modifiziert. Die unmodifizierte Version gibt es gerade super günstig im Shop. Fragt mich jetzt nicht, wie ich... Schaut in den Shop, ne? Auf jeden Fall echt super günstig. Wir haben beidseitig Titan. Das ist ein richtiges Monster. Wir haben 23 cm Gesamtlänge. Krasses Teil. Wirkt sogar noch ein bisschen länger, wenn man es in der Hand hat. Also ist mein Empfinden. Ich habe ja schon viele lange Messer in der Hand gehabt, aber wirkt noch länger als 23 cm. Es ist für alle herrlich, die auf große, große Klapper stehen. Klingenlänge ist über 10 cm und eine unfassbar lange Schneidphase. Also wirklich, die kommt einem unendlich vor. Ist 4 mm stark gehalten, hat aber einen mega Hohlschliff, also das wird ein richtiger Slicer sein. Wiegt ordentlich was, das Teil. Wir kommen da auf, ich glaube, 190 Gramm, kommt einem aber nicht so vor. Ist liegt ziemlich gewaltig cool in der Hand, also das Teil macht einfach an. Hat einen sehr universellen Griff. Ja, da liegt die Hand gut drin, da wird jede Hand gut drin liegen. Ist was für große Hände, klarer Fall, aber... universell halt der Griff. Wir haben schönes Checkering, schönes Jimping auf der Klinge. Super sauber, mag ich sehr solchen Jimping. Eigentlich brauche ich das Zeug nicht, aber wenn das so gehalten ist, ganz knapp hintereinander, kurz gefräst, dann gibt das auch Traktion, nicht zu aggressiv, gefällt mir richtig gut. Eine Swatch kann man das nicht nennen. Ja. Seitlich angefahren, links und rechts, und dann zur Klingenspitze hört es wieder auf und wird kantig, sauberer Anschluss bis nach vorne, das macht die Klinge aggressiv. Sieht sehr cool aus. Ja, und wie gesagt, dieser super spitz nach vorne hin, das ist echt ein geiler Stachel. Läuft super smooth, läuft auf Gleitscheiben. Bin mir nicht sicher, ob ihr es sehen könnt, eingefangen bekommt. Gleitet ganz, ganz easy auf. Tolles Teil. Framelock macht perfekt zu. Ja, Kaiser-typisch wieder. Das haben die absolut drauf. Steht wieder eins. Absolut kein Klingenspiel. Das Modell macht super sauber dicht. Läuft wunderbar, Detent greift, kein Spiel im Detent. Ja, Klingenzentrierung top, alles top. Was soll ich dazu wieder nur sagen? Das ist, da kann einem nur wieder die Linie, das Design nicht gefallen oder so. Technisch ist das einfach geil. Blau anodisierter Backspacer, Titanclip, ebenfalls blau anodisiert. Den finde ich nur so lala, gerade bei dem Abschluss hier hinten. Hätten sie einfach rund machen können oder so. Gefällt mir nicht ganz so gut. Auch wie die Schrauben angebracht sind, da hat Kaiser mal einen neuen Weg gewählt. Da haben sie immer so, ja, so eine Tasche reingefräst mit ein bisschen Abstand. Dann, beziehungsweise, dass die Schrauben ein bisschen Abstand zum Material haben, zum Titan. Sieht einerseits nicht schlecht aus, aber es ist andererseits auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Weiß ich noch nicht genau, wie mir das gefällt. Kleiner Dreckfänger. Ja, ist Geschmackssache. Ist mal was anderes auf jeden Fall. Schön ist das Lanyard-Loch geht durch die Titanhülse, also super sauber alles. Da haben wir nichts frei. Ja,
nice einfach. Wie gesagt, die Action ist sensationell. Geiles Teil. Und auch das, ich glaube, dies in dieser Variante, bin mir da nicht ganz sicher, müsste so bei 150, 160 Euro liegen. Für das Material preislich absolut okay bei dieser Verarbeitungsqualität. Ja, also wie gesagt, gefallen euch da irgendwelche Teile oder so, dann schreibt den Hans einfach mal direkt an. Zwecks Modifizierung, da könnt ihr das mit dem aushandeln und dann bekommt man vielleicht sein Wunsch-Kaiser-Modell. Und das ist ja ganz nett, weil die ja mittlerweile wirklich einige Designs von tollen Messermachern aufgelegt haben. Alles klar, das war's dann von mir. Bleibt gesund. Peace. Ich bin